Dankeschön. Glaubhaft leben. Und ich möchte heute Abend darüber sprechen, wie funktioniert der Glaube überhaupt? Wie fangen wir den Glauben überhaupt an? Wir sind gerettet durch die Gnade, durch den Glauben, also glaubhaft leben. Es gibt eine Zeit, in der der Mensch nicht gerettet werden konnte, das war bis Jesus kommen. Also 4.000, 5.000, 6.000 Jahre konnten die Menschen nicht gerettet werden, auch was vor der Sintflut war, konnten die Menschen nicht gerettet werden. Erst durch das Kommen Jesu konnten die Menschen gerettet werden. Es gab eine Zeit, da war die Erlösung nicht einmal verfügbar. Man konnte Opfer bringen, man konnte Gott anbeten, man konnte das und jenes. Es gab eine Zeit, bevor Jesus am Kreuz starb und bevor er auferstand und so weiter und die Erlösung erfüllte. Und niemand konnte vorher gerettet werden. Und erst im Glauben auf das Kommen Jesu sind die Menschen gerettet. Sie haben im Glauben geopfert, im Glauben gewartet. Jetzt ist es verfügbar. Seit Golgatha, seit der Auferstehung Jesu, ja, seit dem Heiligen Geist, seitdem er ausgegossen ist, kann der Mensch gerettet werden. Ja. Und hier ist was passiert. In 1. Korinther Kapitel 15, Vers 20, da heißt es aber, Christus ist von den Toten auferstanden und er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Alle, die vorher gestorben sind, die sind im Glauben nur eingeschlafen und in diesem Totenreich gewesen, wo auch immer. Als Jesus aus dem Grab auferstand, hat er Sünde und Tod und den Teufel besiegt. Er wurde das Haupt der neuen Menschen und er ebnet uns jetzt den Weg zum Leben, zu Gott, zu der Erlösung der Menschheit. Seit Jesus sterben und auferstehen ist die Erlösung da. Vorher war gar nichts da, haben die Menschen nur gehofft, da wird einer kommen, der wird uns die Erlösung schaffen. Jesus war der Sohn Gottes und Jesus ist und blieb der Sohn Gottes, bis in alle Ewigkeit ist er jetzt. Jesus war ganz Gott und war ganz Mensch. Nur nebenbei, die Realität ist, dass Jesu Geburt, Tod und Auferstehung den Weg uns zu Gott geebnet hat. Und durch ihn, allein durch ihn, können die Menschen, egal aus welchem Zeitalter, gerettet werden. Er ist jetzt der einzige Weg zu Gott. Er sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. In keinem anderen Namen gibt es Erlösung, hat Petrus einmal gesagt. Und es gibt keinen anderen Namen, wo die Menschen selig werden können, als der Name Jesus. Ja? Und wer den Namen des Herrn anruft, der muss nur Jesus sagen und er wird gerettet, egal wo er ist. Selbst wenn er unter dem Verlies der Hölle ist, in der Unterwelt. Ja? Selbst wenn er vor der Sintflut gelebt hat, er muss nur Jesus proklamieren. Und wer den Namen Jesus anruft, egal von wo aus, aus welcher Zeit, welcher Epoche auch immer, der wird gerettet werden. Bis Jesus wurde kein Mensch erlöst, der hat geglaubt, der hat gehofft, alles auf Hoffnung nur, ja, alles nur auf Hoffnung. Und Jesus hat uns erlöst. Im Alten Testament betete man in Römer Kapitel 7, Vers 24, Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes, wer wird mich erlösen? Bisher gab es keine Erlösung. In 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18, bis 19, da steht er, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, ein für alle Mal der Gerechte, für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe. Ja, er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch jetzt hineingegangen und hat gepredigt, auch den Geistern im untersten Verlies. Ja, in der Hölle, in der Unterwelt hat er gepredigt. Wer will hier raus? Und keiner, der ein bisschen gescheit ist, möchte da unten beim Teufel bleiben. Und alle wollten raus und das blieben nur die Dämonen und die gefallenen Engel zurück. Für unerlöste Menschen, ja, noch aus der Zeit vor der Sintflut, da hat Jesus gesagt, ich habe noch andere Schafe, da muss ich auch noch hingehen und auch die erlösen. Nicht nur die Juden, die gerade leben zu meinen Tagen. Ja. Wie wird man gerettet? Ganz einfach, höre auf Jesus, was er zu sagen hat, was er den Geistern gepredigt hat. Ja. Er kam, die Verlorenen zu suchen und Sünder selig zu machen, Lukas 19, Vers 10. Wir haben früher ein schönes Lied gesungen, Jesus, nimm die Sünde an. Sag doch das Trostwort allem, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist es, was sie retten kann. Jesus, nimm die Sünde an. Kommt hier zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, hat er den Leuten gesagt. Keiner Gnade sind wir wert, doch
hat er in seinen Worten endlich sich dazu erklärt: Seht nur, die Gnadenpforte ist hier völlig aufgetan. Jesus nimmt die Sünde an. Jesus nimmt die Sünde an. Halleluja. Wenn ein Schaf verloren ist, sucht er, der treue Hirte, Jesus, der uns nie vergisst, suche treulich das Verirrte, das es nicht verderben kann. Jesus nimmt die Sünde an. Das ist die Botschaft. Das ist Evangelium. Kommt alle, kommt her, kommt ihr betrübten Sünder. Jesus ruft euch und er macht euch Sünden, Gotteskindern. Glaubt doch und denkt daran, Jesus nimmt die Sünde an. Ich, Betrübter, komme her und bekenne meine Sünden. Lass mein Heiland mich bei dir Gnade zur Vergebung finden, dass dies Wort mich trösten kann. Jesus nimmt die Sünde an. Ich bin ganz getrost und guten Mutes. Ja, ob die Sünden gleich blutrot werden, müssen sie Kraft deines Blutes dennoch sich in Schneeweiß kehren, da ich gläubig sprechen kann, du nimmst die Sünde an. Ja, mein Gewissen quält mich nicht, weil ich will das Gesetz will mich verklagen, der mich frei und lebendig spricht. Hat die Schulden abgetragen, dass mich nichts verdammen kann. Jesus nimmt die Sünde an. Praise Gott. Ja, Jesus nimmt die Sünde an. Mich hat er auch angenommen und den Himmel aufgetan, dass ich selig zu ihm kommen kann und auf den Trost sterben kann. Jesus nimmt die Sünde an. Ja, wir sind Sünder und wir bleiben Sünder. Ja, sie sind allzumal Sünder, was sie des Ruhmes bei Gott mangeln, aber wir sind geheiligte Sünder, abgenabelte Sünder. Wir sind als Sünder geboren, aber die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Wir sind erlöst durch Jesus Christus. Wir sind dieser Sünde nicht mehr verpflichtet. Wir sind nicht mehr elende Sünder. Wer wird mich erlösen, hat Paulus sie gefragt. Und Jesus hat uns angenommen. In Römer Kapitel 8, Vers 1, da heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Wie funktioniert die Erlösung? Gut, dass du fragst. Ja, wie funktioniert meine Ewigkeit? Jesus löst das Chaos, das der Teufel angerichtet hat, wo er mich reingezogen hat. Der Mensch ist mit dem Chaos, mit dem Provisorium im Jenseits nicht fertig geworden. Da hat nichts geholfen, nichts genützt. Alles, was der Mensch tat, ja, war nichts. Die ganzen Opfer waren für die Katz. Ja, keine Menschenopfer bei den Inkas, Mayas, den Südamerikanern, auch hier bei uns. Kein Verzicht, kein Gesetz der Juden, keine Gebote, kein Gottesdienst, keine Moral. Nichts konnte uns retten, nur das Blut Jesu Christi. Praise Gott. Und da musste Jesus kommen und sich kreuzigen lassen. Sein Tod hat dem Tod die Macht genommen. Glory, Halleluja. Die Menschen haben alles versucht bis zur Perfektion. Nichts konnte die Menschheit erlösen. Nichts, absolut gar nichts. Ja. Der Mensch blieb eine Geißel, ein Sklave Satans, gefangen von den Dämonen und bösen Geistern. Und da musste Jesus kommen und Satans Macht brechen und uns den Weg in die Freiheit zeigen. Komm her zu mir, sagt Jesus, ich will euch erquicken. Ja, sonst wären wir aus dem Labyrinth des Teufels nicht mehr rausgekommen. Heute musst du nur die Predigt folgen und dem glauben, was gesagt wird. Ja, so du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, wirst du gerettet. Ich weise den Leuten, laufe den Weg des Lebens, gebe Gottes Wort weiter, fülle das ganze Internet so gut ich kann mit dem Evangelium. Und ja, und das Evangelium gehört nicht in den Keller, sondern auf den Dächern muss es gepredigt werden. Die Spatzen müssen pfeifen. Du musst nicht warten, bis du gestorben bist, um die Geisterstimme Jesus zu hören. Du kannst mich jetzt hören und so du mit dem Herzen glaubst, wirst du gerettet. Ja, wenn du einmal im Jenseits bist, kannst du nur einfach deinen Finger strecken. Ich, Herr, hol mich raus, ja. Und er holt dich raus. Und Jesus annehmen, so wie der Schächer, dass du einfach die Schächers Gnade findest und erlebst. Und dann wirst du gerettet wie ein Brand aus dem Feuer. So steht es in meiner Bibel einmal. Jetzt ist noch Gnadenzeit. Jetzt bin ich noch da und versuche den Menschen den Weg zu weisen. Geh dorthin. Das ist der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Und ich versuche zu übersetzen, den Willen Gottes, deute, lege aus und lehre, was muss ich tun, um gerettet zu werden. Ja, du kannst hier heute die Wiedergeburt erleben. Du musst nicht warten, bis du einmal in der Ewigkeit wirst. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Du kannst heute die Gnade Gottes erleben. Du kannst heute noch in das Reich Gottes hineingeboren werden und sagen Halleluja, Lob und Dank. Ich gebe dir den Schlüssel dazu, der Glaube und die Gnade Gottes. Nimm den Herrn Jesus Christus an. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Alles andere hat nicht funktioniert. Die ganzen Völker, die ganzen Religionen, die ganzen Satzungen, die ganzen Gesetze, die ganzen Opferungen. Ja, man hat alles versucht, aber das hat alles fehlgeschlagen. Es war also ein Flop, in aller Liebe. Aber der Schlüssel, wir werden aufgrund der Gnade und des Glaubens gerettet und in das Reich Gottes hineingeboren. Ja, wir werden neue Menschen. Es gibt nichts, was wir tun können, um uns retten zu lassen. Ja, das hängt alles von ihm ab. Er hat alles schon getan. Ich muss es nur annehmen und Danke sagen. Danke, Herr Jesus. Ja, und ich gebe dir den Schlüssel zu diesem Weg, zu dieser Tür, zu Jesus Christus. Ja. Epheser Kapitel 2, Vers 8 und folgende Verse. Denn aus Gnaden seid ihr gerettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch selbst. Es ist die Gabe Gottes, nicht durch Werke, damit sich niemand rühmen kann. Ich habe es geschafft, ich habe es gemacht. Ja. Du musst dir nicht auf die Schulter klopfen. Wir sind aus Gnaden gerettet. Die Gnade ist ein Geschenk. Paulus sollte sich einmal an der Gnade Gottes genügen lassen. Die Gnade ist die Kraft Gottes in unserer Schwachheit. Er segnet uns. Ja, lass dir an meiner Gnade genügen. Nicht durch Gesetz und nicht durch irgendwelche fromme Leistung. Gnade ist unverdiente Liebe Gottes, was nicht verdient. Und wir werden umgewandelt durch die Gnade. Paulus schreibt einmal, die heilsame Gottes Gnade ist allen Menschen erschienen und das ist durch Jesus Christus geschehen. Die heilsame Gnade. Gott schenkt den Demütigen Gnade, den Stolzen widersteht. Jakobus Kapitel 4, Vers 6. Unsere Rettung geschieht allein durch Gnade. Johannes Kapitel 1, Vers 16, das heißt es, und wir alle haben von seiner Fülle empfangen, Gnade um Gnade. Ja? Du sagst vielleicht, es ist komisch, dass du immer von Gnade sprichst, aber das ist so wichtig. Die Gnade ist, was uns rettet. In der Amplified-Bibelübersetzung, da heißt es, denn aus seiner Fülle, dem Überfluss seiner Gnade und Wahrheit, haben wir alle Gnade um Gnade empfangen, den geistlichen Segen, die Gunst, ja, und so weiter. Und alles, was wir brauchen, um selig zu werden, die Gnade, die uns rettet, kommt nicht durch unsere Werke. Vergiss es. Du kannst noch so fleißig und so brav sein, die Gebote halten und alles Mögliche. Wir können die Gnade nicht verdienen, meine Lieben, egal wie groß unsere Anstrengungen auch sind. Damit sich niemand rühmen kann und sich brüsten kann, ich habe es geschafft. Nein, kein Mensch. Ja. Jesus hat es getan. Es ist vollbracht. Und es gibt nichts, was wir tun könnten, um unsere Rettung zu verdienen. Rettung geschieht aus Gnaden. Und zwar nicht im Diesseits, im Jenseits. Dort geschieht unsere Rettung. Nicht im sichtbaren Bereich, im irdischen Bereich. Ja, im Jenseits. Wenn du hier die Augen zumachst, du bist gerettet. Ja, du hast die Ewigkeit auf deiner Seite. Es ist eine Sache des Geistes zwischen Gott und Satan. Du bist gerettet aus den Klauen Satans. Der Satan hat keinen Zugriff mehr über dein Leben. Der andere Tod hat keine Macht über dein Leben. Dort gibt es keine Sünde. Auch der Sündenfall ist erledigt, gelöscht. Darum ist alles Menschliche zwecklos. Du kannst machen, was du willst, kannst dich abstrammen, was du willst. Du kannst nicht an deine Haare nehmen und dich selbst erlösen, dich hochheben und dich erretten. Der Sündenfall geschah im Paradies, in der Welt Gottes, unter den Augen Gottes, im Verborgenen, im Inneren. Und deshalb kannst du auch nur gerettet werden durch das Verborgene, durch das geheimnisvolle Werk Jesu Christi. Und kannst du erlöst werden? Ja, nicht durch Opfer, nicht durch das Blut der Ochsen und nicht durch das Blut irgendwelche Menschen, verstehst du, auch wenn sie massenweise sterben und geopfert werden. Darum können wir nichts tun. Es ist schon getan. In Argentinien predigt ein Evangelist so richtig heiß, voller Power. Und
Da springt ein junger Bursche auf, kommt nach vorne und sagt, Pastor, was muss ich tun? Dann sagt er, du bist zu spät geboren. Vor 2000 Jahren hat der Heiland schon alles für dich getan. Du musst es nur annehmen. Ja. Wir können von uns selbst nicht vom Tod zum Leben erretten. Es ist unmöglich. Ja, wir müssen das zweite Mal geboren werden und das geschieht durch ein Wunder. Aber zuerst, bevor du auferstehst, musst du sterben. Das ist ein Gesetz. Wir haben nicht dazu die innere Kraft. Wir können nicht uns selbst an unsere Haare hochziehen oder an unsere Schnürsenkel. Wir sind in der Grube gefallen und uns kann niemand anders helfen. Es muss uns von außen geholfen werden. Das Seil der Rettung muss uns zugeworfen werden und wir müssen nur ergreifen. Ja? David betet einmal, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Ja, er hat mich herausgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm. Er hat meine Füße auf den Felsengrund gestellt und meine Schritte festgemacht. Er hat das gemacht. Ja, du kannst es nur ergreifen und dich rausziehen lassen. Je mehr du dich strampelst, desto tiefer sinkst du. So passiert es, wenn man im Schlamm reinfällt. Ohne Gott kommst du aus der Verzweiflung nicht raus. Ja, kannst dich strampeln, so viel du willst. Das sinkt immer nur tiefer. Ja, wenn du es versuchst. Der erste Schritt, um aus der Grube der Verzweiflung herauszukommen, ist, dass du den Herrn anrufst. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja. Und er wird deinen Schrei hören und dich herausholen. Ja, es ist genauso, wenn du in Eis einmal einbrichst, verstehst, kommst auch selber nicht raus. Da muss dir ein Seil oder ein Stock zugeworfen werden. Seine Antwort kommt immer sofort. Rufe mich an, ich will dich erretten. Beachte, dass David hier sagte, beharrlich, ununterbrochen, dauernd, nonstop, ohne Unterbrechung und ohne Last. Unterlass habe ich auf dich, zu dir gerufen und auf dich geharrt. Ja, und du hast mich nicht enttäuscht. Gott enttäuscht niemand, der sich auf ihn verlässt. Die Antwort Gottes auf unseren Schrei ist, dass wir sofort die Hilfe bekommen. Da kommt irgendwo erste Hilfe. Irgendjemand erbarmt sich unserer. Und das ist Jesus Christus. Die Jünger waren im Boot und der Herr Jesus schläft. Und dann wecken sie den Heiland, sagt, Meister, siehst du nicht, wie verderben? Unsere Erlösung kann manchmal lange dauern, bis ins hohe Alter. Wer wird mich erlösen? Der Weg durch die Krise, durch die Krankheit, Leid und so weiter kann manchmal sehr lange dauern. Das geht nicht sofort von heute auf morgen. Wir denken, da passiert ein Wunder. Bis wir die vollständige Befreiung daraus erleben, das hat alles seine Zeit. Ich muss warten. Ich will dir keine frommen Lügen erzählen und Märchen. Ja, der Herr wird dir helfen. Ja, der wird dir helfen. Aber am Ende deines Lebens, am Ende deines Lebens. Glaub nicht den falschen Propheten, sei ein Realist. Als Prediger des Evangeliums will ich dich nicht täuschen. Ich will dir nicht etwas erzählen, was es nicht möglich ist, was es nicht gibt. Ich habe es selber erlebt, ausprobiert und von Menschen gesehen, wie das funktioniert. Ja? Und wie es passiert. Ja, manchmal musst du lange warten. Ja, wie lange noch? Ja, wie lange noch? Ja, mich? Ja, wie lange muss ich das noch alles machen? Ja, wir haben meine Predigten. Ich erzähle dir keine Märchen. Ich weiß, alles hat seine Zeit auf dieser Welt. Es muss alles reif werden. Diese Tage wollte mich jemand anwerben. Weißt du, ich kriege so viel Reklame, vor allem aus Amerika und aus Südafrika. Die wollten, dass ich Wunderwasser verkaufe. Ja, ich könnte gutes Geschäft machen. Prophetische Seife bieten sie an. Das könnte ich auch noch verkaufen. Und ich könnte Wohlstandsöl verkaufen. So was Blödes, verstehst du? Sie wollten mich einspannen, verstehst du? Bruder Matthäus, du kennst so viele Leute. Du könntest Wunderwasser, prophetische Seife oder Wohlstandsöl verkaufen. So ein Blödsinn. Ja, natürlich aus Amerika. Das fehlt noch hier. Ich habe Jesus Christus. Ich brauche kein Wunderwasser, kein prophetische Seife, kein Wohlstandsöl. Was die Leute nicht alles fürs Geld machen wollen, so wie dieser alte Biliam, der wollte Weissagen fürs Geld. Ja? Ich predige Gottes Wort, ob es was bekomme oder nicht bekomme. Ja? Und Gott zeigt mir, was ich zu predigen und zu sagen und zu lehren habe. Hüte dich von diesen falschen Verkäufern, die kommen auch bald hier zu uns. Verstehst du, wenn sie schon mich anwerben? Ja, die kommen nach Deutschland, das Internet wird überschwemmt werden durch
mit Wunderwasser, prophetische Seife und Wohlstandsöl. Ja, die Leute werden ja alles möglich tun. Sogar vor 30 Jahren habe ich einen Brief bekommen von einem Amerikaner, einem Heilungsevangelisten. Der war in Nigeria auf einer Plattform, da sind 1000 Leute geheilt worden, erzählt er. Da steht so, diese Plattform zersägt und das Stück Holz von dieser Plattform zersägt und den Leuten verschickt. Dieses Holz könnte bei dir das Wunder bewirken, was in Afrika, dort in Nigeria bewirkt wurde. Vergiss den ganzen frommen Quatsch, auch wenn sie Charismatiker und Pfingstler sind. Ja, das ist Leuchtverdummung. Ein frommer Bluff. So, das ist wie in Apostelgeschichte 8. Der Simon, der Zauberer, hat das ganze samaritische Volk verzaubert. Die haben gesagt, das ist die große Kraft. Wunderseife, also Wunderöl und was auch immer ist. Ja, Glaube funktioniert ganz anders und ich will dir sagen, wie der Glaube funktioniert. Ja, du musst einfach kindlich werden, einfältig, nicht dumm, aber einfältig. Ja, kein Götzendienst treiben, nicht zu den Esoterikern gehen. Also das machen alles die Esoteriker, die verkaufen Heilungswasser und was weiß ich, was gesegnet ist. Einfach Glaube an die Kraft Gottes, nicht was der Simon der Zauberer den Leuten verkauft hat. Das ist die Kraft Gottes, schau doch mal her. Ja. Der Glaube wird vermarktet. Arme Menschen, die auf den Schwindel reinfallen und diesen Missglauben, Wunderwasser kaufen, prophetische Seife oder Wohlstandsöl. Ja. Wie funktioniert der Glaube, wenn ich nichts mehr habe? Alles, Herr, bist du. Ja, dann kann ich zum Heiland gehen. Wie funktioniert echter Glaube, wenn du nicht zu den Quacksalbern gehst, zu den frommen Scharlatanen, ja, sondern zu Jesus selbst? In der Bibel heißt es, in der Endzeit werden die Leute kommen, dort ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus. Ach, vergiss den ganzen Käse. Vergiss den ganzen Käse. Hör, ja, eine vernünftige Predigt, die wirkt durch den Heiligen Geist, ein Rema. Gott wirkt, wenn wir umkehren, wenn wir unser Leben ändern, wenn wir Gott gehorchen, auf seine Stimme hören. Glaube nicht jedem Schwindel. Es sind so viele Schwindler unterwegs, ja, im Internet und in den Medien und ja, die von Amerika über den Teich kommen. Gott will dich wiederherstellen. Er will deine Wunden heilen, deine Verletzungen. Ich werde auch die nächsten Tage über die Ablehnung predigen und was auch immer ist. Und der Wille Gottes ist, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ja, wie im Himmel, so auch auf Erden hier bei uns. Die Kraft Gottes will uns umwandeln, Gottes Geist will uns zu Menschen machen, zu lieben und freundlichen Menschen, zu sanftmütigen Menschen. Er will unser Charakter verändern. Die meisten Menschen sind nicht verändert worden. Die sind hochmütig und stolz. Ich hab's gemacht, ich hab's geschafft. Ja. Der Heilige Geist macht uns zu Menschen, die aufrichtig sind, die bescheiden sind. Hör mal, das macht der Heilige Geist. Menschen, die fleißig sind. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Ja, der Heilige Geist macht uns zu Menschen, die gehorsam sind, die gerecht sind, die unbestechlich sind, die geradlinig gehen, die tolerant sind, die friedfertig sind, die tapfer sind, die leiden können, ohne zu klagen. Der Heilige Geist macht uns Menschen, die Gottesfurcht haben, Selbstkontrolle von wegen da, ja, frommes Wässerchen da irgendwo aus Jerusalem oder Öl vom Ölberg. Der Heilige Geist will dich zu Selbstkontrolle führen. Der Heilige Geist will, dass du dich selbst verleugnest und nach der Gerechtigkeit trachtest, die vor Gott gilt. Ja? Dass du Mut und Kühnheit bekommst, ja? Dass du treu bist in kleinen Dingen, zuverlässig. Das ist, was der Heilige Geist macht. Und das kannst du kennen, kannst du probieren. Bin ich das schon? Habe ich das schon erreicht? Wer Jesus gehört, der hat nichts mehr, was er selbst ist. Der hat alles abgegeben. Deshalb sagt Jesus zum reichen Jüngern, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, komm und folge mir nach. Die Armen in Amerika brauchen das noch, vielleicht, Jesus oder sonst wo. Ja, aber du nicht mehr. Diese Menschen entwickeln ihre wahre menschliche Größe und der macht Jesus und das Gute groß und nicht Amerika. Was der Trump die ganze Zeit sagt, Amerika groß, verstehst du, wieder groß, verstehst du. Nein, wir müssen klein werden, abnehmen, ja. Die meisten Leute sind fromme Stoffeln in aller Liebe. Die meisten führen ein unheiliges Leben, leben nicht nach der Norm Gottes, leben nicht nach dem, was der Heilige Geist will. Was sind die Vorteile eines heiligen Lebens? Noch nebenbei ganz schnell, du lebst angstfrei, du hast nichts mehr zu verlieren. Ja,
Du dienst anderen, du hast kein schlechtes Gewissen mehr, machst auch dir keinen Stress. Das ist gottgefällig leben. Wie lebe ich den Glauben aus? Ja, muss nicht ständig dich mit anderen vergleichen. In Sprüche Kapitel 3, Vers 24 lesen wir, wenn ihr euch hinlegt, werdet ihr euch nicht fürchten. Und wenn du hinlegst, wird dein Schlaf süß sein. Ja, und das ist, wenn du erlöst bist, du schläfst ganz süß. Halleluja. Du ruhst in Frieden. Ja, hast einen süßen Schlaf, wachst entspannt auf, musst dich für gar nichts schämen, musst nichts verbergen und verstecken. Lebst ohne Schuldgefühle. Laut Psalm 4, Vers 9, da heißt es, die Gerechten werden hinlegen und in Frieden schlafen. Da brauchst du keine Schlaftabletten oder Mundspray oder sonst irgendwelchen Käse. Da schläfst du. Ja, schläfst du selig. Sogar in der Ewigkeit. Wir haben ja ein gottgefälliges Leben. In Galater Kapitel 2, Vers 20, da heißt es, was Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das beeinflusst und verändert mich. Da offenbart sich Jesus in mir, ja, der Sohn Gottes, das wahre Menschenbild, das Gott wollte. Das war das Bild Gottes, der neue Adam. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, da heißt, jeder, der mit Christus verbunden ist, ist ein neues Wesen. Das Alte ist weg, das Neue ist angekommen. Das Neue, jetzt schon. Und es geht auch in die ganze Ewigkeit hinein. Wenn du mit Jesus lebst, lebst du schon in der Zukunft, bist ein anderer Mensch. Nicht mehr gewöhnlich, sondern ungewöhnlich. Wie funktioniert der Glaube? Gut, dass du fragst. Da muss man einen nicht schieben und drängeln. Bitte, du musst mehr beten, mehr die Bibel lesen, mehr in die Gemeinde gehen, mehr das tun und mehr das tun. Nein, das machst du von selbst freiwillig, weil die Freude am Herrn deine Stärke ist. Ja, ich habe heute Nacht einen Traum gehabt, also die Vorbereitung für diese Predigt, ich war noch nicht vorbereitet, aber ich habe einen Traum gehabt. Viele Christen sind so wie ein Auto, das nicht mehr anspringt, die muss man immer schieben oder abschleppen. Ja, aber das muss nicht. In dem Moment, wenn dein Motor läuft, drehst du den Schlüssel um und dann fährst du und dann läufst du von dir selbst. Ja, wenn das Auto in Ordnung ist, es läuft von selbst und so, wenn dein christliches Leben in Ordnung ist, brauchst du nicht diese ganzen Schubkräfte? Brauchst du nicht. Ja, ich will niemanden beleidigen, aber ich muss es. Ja, die meisten Christen sind, Entschuldigung, Schrottkisten. Das sind die meisten Christen, ja, Entschuldigung, aber das habe ich in 55 Jahren erlebt. Ja, Schrottkisten, kaputte Autos, ja, die von selbst nichts machen können, die müssen immer geschoben werden oder geschleppt werden, was auch immer ist. Und die beschäftigen immer andere. Da muss was Schlimmes passieren, bis du aufwachst und aufstehst, so bei mir, dass ich gesagt habe, das Auto ist noch neu, das muss nicht geschoben, geschleppt werden. Und da kam ein Mechaniker, ADAC-Mechaniker, verstehst du, hat angeguckt und gesagt, da müssen die Kerzen wieder in Ordnung brachen, dass er einfach das alles rüberspringt, dass das Auto wieder anspringt. Und dann muss man den Schlüssel umdrehen und es geht weiter. Ja? Und genau das ist, wenn du in Ordnung bist mit Gott und dir selbst und mit anderen Leuten, dann springst du selber an und dann läufst du von selbst. Ja. In Römer Kapitel 12, Vers 1, da heißt es, passt euch nicht dieser Welt an. Was ist es so bequem, geschoben zu werden, verstehst du? Oder von Pferden gezogen zu werden, so wie in der Zeit, als die Ölkrise war. Gläubige sind oft seltsame Wesen, sie passen sich dieser Welt an. Lasst euch ständig erneuern, heißt es in der Bibel, Römer 12, Vers 1. Ja, und Christen sind fortschrittlich, sie drehen den Schlüssel um und schon läuft das, der Karren. Ja, schon läuft er. Ja. Sie gehen weiter und sie erkennen den Willen Gottes, was der Wille Gottes ist. Sie leben nach den Maßstäben Gottes, auch wenn sie Benachteiligungen hinnehmen müssen. Ich predige kein Schlaraffen-Christentum. Ja, habe vielleicht am Anfang meines Dienstes getan, dass ich den Leuten Leckeres angeboten habe, verstehst du, komm zum Heilen, komm zu Jesus und. Ja, nein, ich predige kein Schlaraffen-Christentum. Hab nichts davon, verstehst du, wenn du was tust, wenn du Leckeres bekommst. Wie funktioniert der Glaube? Gott hat schon längst festgelegt, du lernst immer nur für dich und deine Ewigkeit. Ja, dein persönliches Leben, egal was du tust, du lernst nur für dich.
so unterschiedlich das auch so ist, jeder auf seine Art und Weise, ob es gut oder böse ist, ob du der verlorene Sohn bist oder der liebe Bub, der zu Hause geblieben ist. Jeder lernt für sich selbst, nur für sich selbst. Ja, der gute Bub, der liebe Bub hat sich nichts gegönnt. Ja, Vater, ich dir treu, erfülle dein Gesetz und dergleichen. Und du hast mir nichts gegeben. Und der kriegt den gemästeten Ochsen, der Lump, der nach Hause kam. Ja, es kommt immer auf dasselbe aus. Der eine hat alles versoffen, verhurt und verlebt und verludert. Und der andere hat brav gedient. Und beide leben auf Kosten des Vaters. Ja. Und der andere hat nichts sich gegönnt. Und die Frage ist, welcher ist besser dran? Und ich glaube, dass der verlorene Sohn besser dran ist. Der hat wenigstens das Leben kennengelernt, die Schwierigkeiten kennengelernt. Der hat Enttäuschungen erlebt. Die Chinesen sagen, früh aufzustehen, ja, hast du dreifach Nutzen. Und spät aufzustehen, hast du dreifach Last. Ja. Egal, was du machst, genieße dein Leben. Ja. Es kommt das Gleiche raus. Erkenne es, diese Gesetzmäßigkeit, oder ob du früh aufstehst oder du spät aufstehst. Ja. Das Leben geht weiter. Wir sehen zum Beispiel das Wunder der Brotvermehrung. Da gibt einer 7 Brote und übrig bleiben 4.000 Körper, ja, und 4.000 Menschen wurden satt. Ja, Matthäus Kapitel 15, Vers 29. Und 7 Körbe blieben übrig. Ja, 7 Brote hat er gegeben und 7 Körbe blieben übrig. Und das nächste Mal werden 5 Brote gegeben und 5.000 Menschen werden satt. Ja, und da blieben noch 12 Körbe übrig. Das kannst du gar nicht vorstellen, wie das alles passiert. Matthäus 14, Vers 13. Lies nach dieser Geschichte. Ja, ist es schwer, die Welt Gottes, das Jenseits zu verstehen? Ist es schwer? Wie funktioniert der Glaube? Ja, es ist Gnade, weiter nichts. Es ist Gnade. In Sprüche Kapitel 11, Vers 24, da heißt es, da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr und einer, der mehr spart als recht ist und es gereicht ihm nicht einmal, seinen Mangel auszufüllen. Wer opfert, opfer Gott, gib Gott. Ja, ausschlaggebend ist, was du nachher hast, was übrig bleibt. Wie viele Körbe? 7 oder 12 Körbe? Ja. Bei der Witwe in Sarepta, da hörte das Öl und das Mehl auf, als es nicht mehr da war, als es nicht mehr nötig war. Akzeptiere alles, was Gott sagt. Ja, back mir einen Kuchen, sagte Elia. Ja, und dann macht sie das und das Mehl hört nicht mehr auf, solange wie der Elia in Sarepta war. Nimm das Angebot Gottes an, verlass dich auf seine Zusagen. Ja, so einfach ist es. Und du wirst das Wunder Gottes sehen und das er für dich vorbereitet hat. Er hat aus Gnaden Unvorstellbares für uns vorbereitet, aus Gnaden. Ja. Und wir gehen vom Tod zum Leben über Wahnsinn. Ja, unmöglich. Vom Tod zum Leben gehen wir über. Nicht vom Tod in den Tod, nein. Wir gehen vom Tod zum Leben über. Verstehe das mal. Lass den Groschen fallen. Ich werde ein zweites Mal geboren und ich bekomme Kraft, die innere Kraft dazu. Halleluja. Ja. Philipper Kapitel 4, Vers 13, da schreibt Paulus, ich vermag alles durch den Christus, der mich stärkt und mir Kraft gibt. Gnade ist die Kraft, die Gott uns gibt. Ja, jedem was anderes und die Dinge zu tun, die er will, dass wir tun. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner Kraft, aus seiner Gnade. Ja. Gnade ist, dass Gott seine eigene Kraft und Fähigkeit in uns anlegt und es bewirkt. Bewirkt Wunder. Und du kannst nicht vorschreiben, ich will 7 Körbe nach Hause nehmen oder 12 Körbe. Das macht er, was da übrig bleibt. Er bewirkt etwas in uns und ermöglicht uns, Dinge zu tun, die wir normalerweise nicht tun können. Das ist Gnade. Und das ist der Glaube, dass wir Dinge tun, von denen ich hier gesagt habe. Wenn wir also gerettet sind, werden wir durch Gnade gerettet. Nicht, was wir tun können, kann uns retten, sondern was er in uns wirkt. Er gibt das Wollen und gibt das Vollbringen. Es ist Gnade, dass wir wiedergeboren werden, dass Gott dies zulässt und jenes zulässt. Der eine geht früh vollendet
und der andere geht spätvollendet in das Reich Gottes, in der Ewigkeit. Ein paar Gedanken noch ganz schnell. Gib deinen Ängsten keinen Raum. Lass dich von ihnen, vom Unglauben, dich nicht bestehlen. Gib den Argen keinen Raum. Römer Kapitel 14, Vers 23. Denn alles, was nicht aus dem Glauben hervorgeht, das ist Sünde. Der Gott, der das Werk angefangen hat, derselbe Gott wird es auch vollenden. Und deshalb warte, bis Gott bei dir was anfängt, was ankleiert, ja, bis er dein Auto repariert, dass er nicht immer geschoben werden muss, dass es von selber läuft. Hab Geduld. Warte auf das Heil Gottes, wenn Kairos kommt, die Gnade Gottes, seine Zeit. Meine Zeit ist noch nicht da, sagt Jesus, aber eure Zeit ist immer. Ungeduld, noch ganz schnell, bedeutet die Verheißung, früher in Empfang nehmen zu wollen. Aber das bringt nichts, Bruder, Schwester. Das wird der Teufel holen, die ganzen Segen. Deshalb, es kommt immer rechtzeitig, ja, just in time, in eine von Gott bestimmte Zeit. Hetze nicht Gott. Ja, warte auf die Stunde Gottes. Und das ist, was dein Glauben stärkt. Dein Wille geschehe. Dieses Gebet im Vater und es ist so groß. Du wirst doch das Verheißene empfangen. Sei geduldig. Nur durch Geduld kann man persönliche Erfahrungen mit Gott machen. Bleibe ruhig. Bleibe sitzen. Höre auf seine Stimme. Ja, sei sensibel für ihn. Lass dich vom Heiligen Geist führen. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ja. Wie funktioniert der Glaube? Lebe das Leben Jesu, tue den Willen Gottes. Und Jesus hat peinlichst geachtet auf den Willen Gottes. Als er merkte, jetzt ist Zeit, nach Jerusalem zu gehen, ging er nach Jerusalem. Da konnte ihn auch niemand aufhalten. Sei nicht zu religiös. Kolosser Kapitel 3, Vers 1. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ja, dein Leben ist verborgen. Du lebst ein verborgenes Leben, nicht mehr das normale Leben. Ja, wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Und so tötet eure Glieder, ja, egal was es ist, du musst sie nicht kastrieren lassen, aber so tötet eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, Gottes Götzendienst und so weiter. Um solche Dinge willen wird der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams und des Unglaubens kommen. Ja, wir sollen im Glauben leben und so wie ich gelesen habe, die ganzen Tugenden, auch wenn es vielleicht preußische Tugenden sind, einfach sie verwirklichen. Lieber Jesus, heute habe ich versucht zu erklären, wie der Glaube funktioniert. Heiliger Geist, ich habe dich bezeugt und du musst die Menschen überzeugen. Du musst die Menschen überzeugen und ihnen helfen, das alles zu realisieren, in der Praxis umzusetzen und zu verwirklichen. Halleluja. Und wir hören das schöne Lied, spür den Geist. Halleluja. Gott möge dich segnen. Spür den Heiligen Geist in deinem Alltag, in deinen Situationen, was du tust. Der Herr sei mit dir. Halleluja.